Willkommen zum neuen Let's Play Projekt namens Still Life 2. Jo, und da bin ich auch wieder. Irgendwie wollte er das Menü nicht aufnehmen, aber jetzt hat er das Menü. Dann ist ein schickes Menü. Still Life 2, ein Adventure, ein Thriller-Adventure. Wir haben den ersten Teil gespielt mit Victoria McPherson. Ein sehr spannendes Abenteuer haben wir da erlebt. Ganz im Stil von Jack the Ripper. Und es war ein spannender Fall. Es war auch ein sehr visuell reicher Fall. Und der zweite Teil, der soll dem nichts nachstehen, auch wenn er sich stiltechnisch ein bisschen mehr, ich glaube, so an die Saw-Reihe inspirieren ließ. Viel mehr weiß ich aber auch nicht, denn ich kenne nur die ersten 2-3 Spielstunden. Dann wird dieses Spiel für mich blind. Yay. Der zweite Teil kam einige Jahre später. Und ich bin gespannt, ob das noch Zusammenhänge mit dem ersten Teil hat oder ob es was ganz Neues ist. Es hat auf jeden Fall ein paar neue Spielelemente. Und die werden wir uns jetzt zu Genüge führen. Neues Spiel. Die Musik ist schon mal richtig fetzig hier. Das Ganze gibt es natürlich im Wechsel zu den anderen Projekten. 20 Minuten. Los Angeles 2005. Hallo? Hm.
Vic McPherson. Hallo Vic, hier ist Claire. Wie läuft's in Los Angeles? Hallo Claire. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Fortschritte machen. Gar nicht so leicht, zwischen all den Morden einen Zusammenhang herzustellen. Du bist davon besessen. Wenn du nicht gegangen wärst, müsstest du die Einzelteile jetzt nicht allein zusammensetzen. Ich weiß, dass du von meiner Entscheidung, das FBI zu verlassen, nicht begeistert bist. Aber für ein Arschloch wie Browning arbeiten? Nein, danke. Browning wird nicht für immer hierbleiben. Seine Entscheidung, die Akte nach dem Tod des maskierten Killers zu schließen, gefiel auch nicht jedem im Chicagoer Büro. Ich brauche dich wohl nicht daran zu erinnern, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass dieser Mistkerl wirklich tot ist. Er ist ins Wasser gefallen, nachdem ich auf ihn geschossen hatte. Ich weiß, dass ich ihn getroffen habe, aber soweit ich weiß, ist seine Leiche nie gefunden worden. Nein, da hast du recht. Natürlich hast du Zweifel, aber das Wasser unter der Tominova-Brücke ist eiskalt. Wenn deine Kugel ihn nicht getötet hat, dann hat das kalte Wasser ihn erledigt. Ich würde mir gerne sicher sein, wenn ich an all die Frauen denke, die Opfer dieses Wahnsinnigen geworden sind. Hast du irgendwelche Informationen über den ersten Killer, den der Mörder aus Chicago kopiert haben soll? Sein Name war Ackerman, glaube ich. Ja, Mark Ackerman. Sohn des Gouverneurs Herbert Ackerman. Er wurde Anfang der 30er Jahre in eine Anstalt gesteckt, nachdem er 2 Mordserien begangen hatte. Es kam nie zu einer Verurteilung. Sein Vater hat ihn einliefern lassen, um den Skandal zu vertuschen. Mit voller Unterstützung des FBI. Korruption kommt wohl niemals außer Mode. Das macht mich krank. Und der pensionierte Inspektor Harrison, den du in Kalifornien aufsuchen wolltest. Hast du ihn schon getroffen? Ja. Er hat mir die gesamte Akte über die Untersuchung von 1956 überlassen. Er ist davon überzeugt, dass Mark Ackerman hinter den Serienmorden in Los Angeles steckt. Wirklich? Ein Killer, der Frauen über mehrere Jahrzehnte ermordet. Dann ein Trittbrettfahrer, der 50 Jahre später dieselben furchtbaren Verbrechen begeht. Der Gedanke ist beängstigend. Ja, aber dieser Fall ist auch eine persönliche Angelegenheit. Mein Großvater ist in diese Geschichte hineingezogen worden. Er hat mehr verloren als bloß seine Illusion. Wenn ich daran denke, dass sie ihn verdächtigt haben. Ich will die Wahrheit um seinetwillen herausfinden. Egal, was mich das kostet. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, Vic. Wenn ich irgendwie helfen kann. Ja, da wird natürlich sehr direkter Bezug auf den ersten Teil genommen. Also wer den ersten Teil jetzt nicht gesehen hat bei mir, der hat jetzt nochmal eine schöne Zusammenfassung bekommen. Und ja, interessant, dass Vic jetzt eher eigenständig handelt. Zumindest fernab des FBIs. Aber Claire, die kennen wir natürlich auch noch aus dem ersten Teil. Die scheint uns hier zumindest noch mit Informationen zu helfen. Und diese Informationen, die gehen wir jetzt natürlich in Ruhe durch. Hast du etwas Neues über Mia, das letzte Opfer des Killers? Liegt sie noch immer im Krankenhaus? Es geht ihr schon besser. Sie hat den Schock überwunden. Die Ärzte sind recht optimistisch. Wahrscheinlich wird sie bald entlassen. Ich habe sie gestern besucht. Sie will Chicago verlassen. Zu viele schlechte Erinnerungen. Und wenn wir dran denken, dass das Ganze, also das Finale von Still Life, ja zu Weihnachten gespielt hat, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt haben wir Anfang Januar. Es ist nicht viel Zeit dazwischen vergangen, wie man auch hört. Mia ist immer noch im Krankenhaus. Was gibt's Neues beim FBI? Hat Miller noch immer seinen nervösen Magen? Ja, auf der Silvesterfeier ist ihm schlecht geworden. Irgendein Witzbold hat ihm Tabasco auf seine Lachshäppchen gekippt. Wir sehen im Moment nicht viel von Browning. Er hat sich nach deiner Kündigung etwas zurückgezogen. Viel ändert sich dadurch aber nicht. Er stand seinen Kollegen ja nie wirklich nah. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Der einzige Ort für so einen Eiswürfel ist ein Whiskyglas. Ein guter Spruch. Wie weit sind die Ermittlungen? Arbeitet irgendjemand an dem Fall, nachdem Browning die Gelder gestrichen hat? Offiziell wurde der Killer für tot erklärt. Also hat Browning den Fall geschlossen. Er hatte es ziemlich eilig, die Akten ins Archiv bringen zu lassen. Na klar. Einige gut situierte Leute haben einigen der getöteten Mädchen öfter einen Besuch abgestattet. Browning war einer von ihnen. Ich frage mich wirklich, was er opfern musste, um den Skandal zu vertuschen. Wenn ich nur daran denke, dass ich unter ihm gearbeitet habe. Das macht mich krank. Bisschen schade, dass sie nicht ihre alte Synchronstimme hat vom ersten Teil. Die hatte ich immer ein bisschen mehr gemocht, weil die ein bisschen ja, tiefer klang und so. Weiß nicht, hatte was gehabt. Aber na gut, vielleicht werden wir mit der Stimme auch noch warm. Ich hoffe, Richard belästigt dich nicht allzu sehr. Er hat ein paar Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen. Er hat mich nur angerufen, um sich nach Mia zu erkundigen. Er fühlt sich schuldig, weil er sie gehen gelassen und dem Killer damit Tür und Tor geöffnet hat. Ich weiß, er hat schwer daran zu knacken. Allerdings spricht doch nichts dagegen, dass der Killer auch ihn ausgeschaltet hätte, um an Mia heranzukommen. Sei es drum, er vermisst dich. So viel ist sicher. Er freut sich sehr auf deine Rückkehr. Ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten, Claire. Um einen großen.
Ich brauche Zugang zur FBI-Datenbank. Für deine Recherchen, was? Wow, ich gehe mit den Vorschriften in letzter Zeit wirklich etwas lax um. Ich will nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Mach dir keine Sorgen um mich. Der Zugangscode wurde vor ein paar Tagen geändert. Ich werde ihn überprüfen und ihn dir per SMS schicken, okay? Danke, Claire. Ich werde dich jetzt in Ruhe lassen. Bis bald. Okay, ja, man sieht auch, dass sich optisch jetzt nicht viel getan hat, obwohl das Spiel, glaube ich, 5-6 Jahre nach Still Life erschienen ist. Ich finde, das sieht immer noch relativ gleich, aber auch ansehnlich aus. Und Claire auf unserer Seite, das ist gut. Wobei, wenn man jetzt mal überlegt, wie viel da früher gearbeitet haben, jetzt ist Miller gerade auch anscheinend nicht am Arbeitsplatz. Das heißt, Claire ist ganz alleine im FBI-Büro. Muss man ja mal so sagen, war immer ein bisschen strange. Aber egal, wir spielen, wie schon erwähnt, wie ihr seht, Victoria McPherson, wie sie lebt und lebt, immer noch auf der Jagd nach dem Killer, wo sie nicht sich 100% sicher sein kann, ob er wirklich tot ist. Das war ja ein relativ offenes Ende. So, mal gucken, gameplay-technisch kriege ich gerade mal ein paar Tasten, ob man hier sowas wie Hotspots einblenden kann, anscheinend nicht. Das hier ist mein Menü. Menü. Menü ist aber nicht gleichzusetzen mit einem Inventar. Habe ich sowas wie ein Inventar? Ich drücke noch ein paar Tasten durch. Anscheinend habe ich kein Inventar. Na gut, vielleicht noch nicht. Gucken wir uns also ganz penibel um. Wenn ich keine Hotspots-Anzeige habe, dann muss ich das mit der Maus umso gründlicher machen. Das hier kann sie sich zum Beispiel angucken. Erstmal einen Rechtsklick. Ah, bei Rechtsklick kommt mein Inventar. Alles klar. Da haben wir zum Beispiel unsere FBI-Marke, die wir eigentlich hätte abgeben müssen. Genauso wie die Waffe, ne? Ist doch eigentlich immer so, wenn man kündigt. Aber gut, ich hab's noch mit Vic verwenden, ja. Geht irgendwie nicht. Okay, sie sagt zumindest nichts dazu. Die Waffe. Kann ich das irgendwie rein? Nee, was kann ich denn da machen? Pistole. Anscheinend kann man später auch mal zielen oder so, aber irgendwie kann ich jetzt gerade noch gar nichts damit machen. Nee, da tut sich gar nichts. Da, Inventar ist leer. Mein Handy. Prolog. Treiben Sie die Ermittlungen vom Mörder in Chicago voran. Verbinden Sie sich mit der FBI-Datenbank. Ja, das sind unsere Ziele. Ansonsten kriegen wir hier wahrscheinlich noch Dokumente. Jetzt alles natürlich auf dem Handy hier. Und hier haben wir noch was von Richard. Richard, ich hoffe, in L.A. läuft alles gut. Silvester ohne dich war ziemlich traurig. Ruf mich bald zurück. Ja, Richard war ja ihr Freund, den sie aber ja, jetzt einfach erstmal ignoriert hat. Hallo Vic, hier ist Richard. Ich vermisse dich. Ich kann deine Rückkehr nach Chicago kaum erwarten. Ich liebe dich, mein Schatz. Ja, gut, Richard, du warst schon immer so eine Randfigur. Kann uns egal sein. Kann ich ihn anrufen? Kann ich hier irgendjemanden anrufen? Kann gar nichts. Okay, ihr seht's ja selbst. Wir können das ja immer mal wieder überprüfen, ob da was Neues hinzukommt. Im Moment ist hier noch nichts drin. Gut, Handy weg. Was positiv auffällt, die Kamera dreht sich so ein bisschen mit. Sie ist nicht mehr so fix wie in der... Also so fest wie in der, wie im ersten Teil. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Okay, jetzt haben wir einen Transformator mit Kabel. Dieser frisst zwei Felder. Interessant. Also wir müssen da mit unserem Inventar auch gut umgehen können anscheinend. Gibt es dazu jetzt Infos oder sagst du mir eigentlich nie was? Oh, hier können wir uns die Bilder angucken. Das sind teilweise die Gemälde vom ersten Teil noch. Die Frauen auf diesen Bildern sind Ackermanns Opfer. Ja. Die Frauen auf diesen Bildern... Okay, ja, das ist ja nichts Neues. Könntest mal ein bisschen aufräumen. Warum lässt du das ja alles auf dem Boden liegen? Wenn da einer reinkommt, dann halten sie dich noch für ein bisschen, ne? Du weißt schon. Aber gut, das muss sie wissen. Kann ich mir das nicht irgendwie... irgendwas damit machen? Irgendwie jetzt sagen, ja, benutze mit Vic, dass sie sich das jetzt mal... Was ist das? Eine freizuschaltende Fähigkeit. Wir bekommen in diesem Teil also noch Fähigkeiten. So. Aber gut, ich kann hier nichts machen, wie ihr seht. Das, ich kann damit noch nicht mal... Moment, kombinieren und trennen. Was ist, wenn ich es trenne? Ich kann dieses Objekt nicht auseinander trennen. Oh, doch, du hättest das Kabel ziehen können. Hätte nur keinen Sinn gemacht. Okay, wie ihr seht, ich mache hier gerade Blödsinn. Ich teste halt nur meine Möglichkeiten. Ich
muss da selbst wieder reinkommen. Ich habe es, wie gesagt, nur kurz mal angespielt. Es sind ein paar neue Gameplay-Elemente drin, wie schon erwähnt. Jetzt gucken wir uns aber nochmal die Akten hier an. Das habe ich ja noch gar nicht. Gut. Sehen wir uns noch einmal die Hinweise an, die wir haben. Ich werde mir Notizen auf meinem Smartphone machen, während wir sie durchgehen. Das muss ja auch wirklich eines der ersten Smartphones gewesen sein, 2005, oder? Nicht schlecht. Die Frau ist sehr modern. Eine Broschüre über die Ackerman-Ausstellung, die von Richard organisiert wurde. Hier sind Reproduktionen von Gemälden abgebildet und einige interessante Informationen zu lesen. Broschüre der Ackerman-Ausstellung. Gestaltet von Richard Valdez. Mark Ackerman eine Vision. Die Valdez-Galerie in Chicago hat die Ehre, eine Ausstellung präsentieren zu können, die die Arbeiten von Mark Ackerman erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ackerman, ein amerikanischer Maler, ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, lebte an verschiedenen Stationen in Europa, bevor er sich in Los Angeles niederließ. Die Ausstellung zeichnete in verschiedenen Perioden im turbulenten Leben des Künstlers nach. Lassen Sie sich entführen von den puren Emotionen, die von Mark Ackermans Gemälden ausgehen. Die Landschaften und Porträts vermischten gekonnt Traumbilder und Realität, Bewusstsein und Unterbewusstsein, Gelassenheit und Angst. Die Leidenschaft und die kreative Kraft dieses unglaublichen, noch unbekannten Künstlers werden Sie tief bewegen. Die Valdez-Galerie bedankt sich bei Gerald Carter, dem Direktor des Studienganges der schönen Künste an der Universität von Chicago und dem Initiator dieser Ausstellung. Die für die Akquisition der Arbeiten benötigten Geldmittel konnten mit Unterstützung der Labyrinth Foundation aufgebracht werden. Mehrere Gemälde sind in der Broschüre abgebildet. Dr. Hyde, der Schüler Beatrice, siehe nächste Seite. Ja, Dr. Hyde, das kennen wir alles noch. Der Schüler und Beatrice. Die Labyrinth-Stiftung. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei meinen Ermittlungen auf diese Organisation stoße. Ich glaube, sie haben eine Website. Oh, die könnten wir uns ja mal reinziehen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Infos. Eventuell denkt ihr euch jetzt, ja, gibt es denn auch wieder das alte Spielelement, dass man in der Vergangenheit switcht? Ich sag mal, jein. Wartet einfach mal ab. Es wird auf jeden Fall so ein Element wieder geben mit einer zweiten Person, aber mehr möchte ich nicht verraten. Denn im ersten Teil haben wir ja ihren Opa gespielt. Und natürlich geht's ihr nahe, denn er wurde damals dieser grausamen Morde ja auch verdächtigt. Und Mark Ackerman hat eine saubere Weste, wie man sieht. Aber wir wissen aus dem ersten Teil, dass er definitiv der Killer war. So, ist hier sonst noch etwas? Ist das was anderes? Ja, ne? Die Akte über die Morde in Los Angeles. Harrison hat sie mir gegeben. Seine Schlussfolgerungen stimmen mit der offiziellen Meinung nicht überein. Zusammenfassung der Mordserie in L.A. Klar, jetzt am Anfang haben wir ein bisschen viel Lesestoff, um das nochmal alles aufzuholen. Akte zusammengestellt von Michael Harrison, LAPD-Inspektor. Zwischen Dezember 1955 und März 1956 wurden in verschiedenen Seitenstraßen von Los Angeles 5 Prostituierte tot aufgefunden. Sie waren erstochen und die Eingeweide entfernt worden. Ihre Leichen waren verstümmelt und die Hände oder Füße vom Körper abgetrennt worden. Siehe Fotos auf den folgenden Seiten. Die Morde fanden ohne Zeugen statt und an den Tatorten wurde nicht ein einziger brauchbarer Hinweis gefunden. Die Presse gab dem Mörder den Spitznamen Los Angeles Ripper und prangerte die Inkompetenz der Polizei offen an. Der mit den Ermittlungen betraute Officer Inspector Harrison stand unter großem Druck, den Täter schnell dingfest zu machen. Am 19. März 1956 wurde endlich ein Verdächtiger festgenommen, der 27-jährige Harold Perrin. Perrin war ein ehemaliger Insasse der Brompton-Instituts, eines psychiatrischen Klinik. Nach dem Urteil von der Polizei beauftragten Experten zeigte er zahlreiche Symptome einer Geisteskrankheit. Trotzdem war er 2 Jahre zuvor aus dem Institut entlassen worden. Sein Geisteszustand war zuvor von den Ärzten als erfolgreich behandelt eingestuft worden. Okay, ob es der wirklich war? Grausam hingerichtet, kann man da nur sagen. Harrison glaubte, dass Harold Perrin unter dem Einfluss eines anderen Mannes gehandelt hatte. Mark Ackerman, ein psychologisch labiler Maler. Seine Vorgesetzten unterstützten diese Theorie jedoch nicht. Ackerman selbst starb 2 Tage nach Perrins Festnahme in einem Feuer, siehe Zeitungsartikel vom 22. März 1956.
Im Verlauf seiner Ermittlungen zum Los Angeles River konzentrierte sich Harrisons Verdacht zuerst auf Ackermann, nachdem er Ähnlichkeiten zum alten Fall entdeckt hatte. Er kontaktierte Gustav McPherson, einen ehemaligen Privatdetektiv, der an einem dieser Fälle gearbeitet hatte. McPherson schickte ihm ein äußerst verstörendes Dokument, die Geständnisse von Herbert Ackermann, Gouverneur von Kalifornien und Vater von Mark Ackermann. In diesen Geständnissen bestätigte Herbert Ackermann, dass sein Sohn für zwei Mordserien verantwortlich war, die erste 1929 in Prag und dann 1931 in Chicago. Dank der professionellen Behandlung von Dr. Edward Kelly konnte Ackermann seit 1932 im Brockton-Institut seine kriminellen Instinkte mehr als 20 Jahre kontrollieren. Aber seine wahre Natur sollte schließlich noch wieder in die Oberhand gewinnen. Ackermann, der das Institut selbst nicht verlassen konnte, wählte sich einen Stellvertreter, der die Morde an seiner Stadt ausführen sollte. Nachdem er mehrmals das Institut besucht hatte, um Ackermann zu befragen, entdeckte Harrison, dass der Maler regelmäßige Besuche eines gewissen Harold Perrin empfing, einem scheinbar harmlosen jungen Mann, der wegen minderschwerer geistiger Störung 3 Jahre in der Klinik verbracht hatte. Im Anschluss an Harold Perrins Verhaftung am 19. März wurden dieser im Rahmen einer Presseerklärung als Hauptverdächtiger des Falls präsentiert. Am Abend des 21. März brach Perrin zusammen, als er von Mark Ackermanns Tod erfuhr. Er gestand seine Verbrechen, belastete jedoch seinen mutmaßlichen Mentor nicht. Gegen Ackermann wurde niemals eine offizielle Anklage eingereicht, obwohl Harrison von seiner Rolle bei den Morden überzeugt blieb. Nach der Verhaftung Perrins und dem Tod Ackermanns geschehen keine weitere Morde. Dann war es wohl wirklich. Harrison sah die Gemälde, die Ackermanns vor seiner Einlieferung angefertigt hatte, Gemälde, die nach seiner Hypothese die Motivation für seine Morde waren. Er beschrieb es als krankhaft und beängstigend, jedoch enorm ausdrucksstark. Dies traf auf die Gemälde, die Ackermann während seines langen Klinikaufenthalts angefertigte, nicht zu. Harrison war überzeugt, dass er alle von Ackermanns Gemälden gesehen hatte, vor allem eines, das dieser vermutlich unmittelbar vor seinem Tod gemalt hatte. Kommentar. Eine Notiz der Akte deutete darauf hin, dass Harrison die Geständnisse von Herbert Ackermann im Februar 2003 an einen gewissen Emil Sakovic übergeben hat, einen Journalisten, der behauptet hatte, eine Biografie über Herbert Ackermann anzufertigen. Aus vorgeblichen Gründen der Authentizität nahm der Journalist die Originaldokumente mit sich. Er versprach, sie Harrison zurückzugeben, hielt sein Versprechen jedoch nicht ein. Sakovic, ich kenne diesen Namen. Wo habe ich ihn schon einmal gehört? Das wäre vielleicht wichtig, Rick. Hier haben wir noch ein paar Zeitungsartikel. Ein Zeitungsausschnitt vom 22. März 1956. Der Artikel berichtet von einem Feuer in der Klinik, in die Mark Ackermann eingeliefert wurde. Ja, also heute ist echt viel Lesestoff, aber wie gesagt, ab dem nächsten Part werden wir die Ermittlungen natürlich so richtig angehen. Denn die werden sehr, sehr spannend, da bin ich mir sicher. Dieser Ausschnitt stammt aus dem Besitz von Harrison, ein Artikel der Los Angeles Times. Am 21. März brach im Brompton-Institut einer Privatklinik, die eine psychiatrische Anstalt beherbergte, ein Feuer aus, das 10 Menschen das Leben gekostet hat. Auch einer der Ärzte des Instituts, der namenhafte Dr. Kelly, siehe Fotos auf der nächsten Seite, starb in den Flammen. Ebenfalls unter den Opfern war Mark Ackermann, Sohn des Gouverneurs von Kalifornien, Herbert Ackermann. Der seit mehr als 20 Jahren inhaftierte Mark Ackermann war einer von Dr. Kellys Patienten. Die Polizei nimmt an, dass er für die Katastrophe verantwortlich ist. Eine Schwester, die vom Mittagessen zurückkehrte, hatte den Alarm ausgelöst. Wäre ich nicht mit meinem Sohn Henry zum Essen gegangen, wäre ich vielleicht auch gestorben. Der Artikel führte aus, dass die Schwester den mutmaßlichen Brandstifter gut kannte, da sie seit vielen Jahren Dr. Kellys Assistentin gewesen war, bevor sie in eine andere Abteilung versetzt wurde. Sie widersprach dem Verdacht der Polizei nicht. Okay, ja, der hat doch ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem einen aus, klar, da hat er sich ja auch dran inspirieren lassen. Nicht schlecht. Diese Krankenschwester. Sie könnte mit Ackermann in Verbindung stehen. Ich muss mehr über sie herausfinden.
Würde ich auch mal sagen, aber ich würde sagen, ungelesene Nachricht. Ach Mensch, schon wieder eine Nachricht, aber gut, die sind ja nicht so lang. Wir werden noch ein bisschen mehr wahrscheinlich hier lesen können und dann müssen wir auch noch irgendwie in den FBI-Computer uns da reinlocken und noch mehr Infos schnappen. Und dann geht's aber auch schon bald los hier. Victorias Abenteuer beginnt. Still Life 2, freut euch drauf. Demnächst geht's weiter. Bis denne!